Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swoddy heißt euch herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Race 07. Wir sind nach wie vor auf den Wallachbahnen in diesem Fahrsicherheitszentrum in Norwegen. Und haben gerade einen, naja, glorreichen Sieg errungen, wäre ein bisschen übertrieben. Wir haben einen Sieg errungen. Punkt. Von Startplatz 8, immerhin drei Plätze besser als im ersten Rennen, geht es nun stehend ins zweite. Ziel ist mal wieder zu siegen und diesmal vielleicht mit ein bisschen weniger Schrott. Das Anfahren muss ich echt noch üben. Die Drehzahl passt noch nicht. Kupplung, dass ich zu früh komme. Fünf Plätze beim Start verloren. Noch ist alles in bester Ordnung. Okay, abruptes Abbremsen der Gegner. Verwirrungstaktik oder wie? Irgendwann muss ich mal nachschauen, wofür dieses Mecker steht. Es interessiert mich eigentlich, seit wir in Knutstorp gefahren sind. Da war nämlich auch eine große Bannwerbung von Mecker und ich habe keine Ahnung, was mir das bedeuten soll. Ist wahrscheinlich der Seriensponsor, aber trotzdem. Weil hier in unserem Auto steht nämlich auch Mecker und ja, ich habe einfach keine Idee, was das bedeutet. Oder was das Unternehmen macht, vielmehr. Vielleicht steht sie auch für Middle European Championship Association. Naja, hier bei den Schweden würde allerdings eher Northern European etwas besser passen. So, wir haben unseren Startplatz mittlerweile wieder. Und endlich mal einen Platz gewonnen. Wie gesagt, Ziel ist Sieg, damit wir in der Meisterschaft noch irgendeine Chance haben. Meine Güte, die KI bremst sich hier wieder ein zusammen. Ich musste echt höllisch auf der höllisch aufpassen. Höllisch auf der Weiß ich jetzt gerade nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Naja.
Und wieder Plätze verloren. Weil hier kann man bei so einem Auffahrunfall ganz schnell die Aufhängung M2 brechen und das könnte ich mir heute auch mal verkneifen. Okay, irgendwie den Bremsgrund gerade mal leicht verschätzt. Hey, hey, hey. Jetzt wieder konzentrieren und angreifen. Wieder 12. Platz. Wieder bremsen, mitten auf der Geraden. So habe ich euch nicht erzogen. Echt nicht. Zu sehr über den Curb und dann geht das Heck weg. Das hatte ich auch bei den Probefahrten schon. Hier die Kurve wieder falsch angefahren. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin momentan echt neben der Spur wieder mal. Auf der Hut sein war's. Ja, hier musste echt auf der Hut sein. So, jetzt habe ich es endlich mal gefunden, das, was ich suchte. Den Begriff. Den Ausdruck vielmehr. Kein heißes Manöver reiten. Lieber ein bisschen zurückstecken. Und dann wie immer beim Mausbeschleunigen die Jungs kassieren. Oder auch nicht. Außenrum, innen durch, wie auch immer. Außenrum, na gut. Die Rundenzeit momentan noch unter aller Kanone, 1:01 gegenüber einer 58, die eigentlich möglich wäre. Zurückstecken und dann hier mit mehr Schwung potenziell rauskommen. Genau so. So hat ein faires Überholmanöver auszusehen. Leicht zurückstecken, früher Gas geben in der Kurve mit mehr Traktion und dann beim Ausbeschleunigen ihn überholen oder auch nicht, denn er ist immer noch neben mir. Aber jetzt habe ich ihn.
Bin jetzt weit raus. Warum ist eigentlich kein Körper an der Stelle? Am besten so ein hoher wie hier auf der Innenseite. Das wäre cool. Aber nee, da hat der Streckenbetreiber sich mal irgendwie die Euro 50 gespart. Irgendwo auf der Innenseite ist er, genau. Immerhin wieder Neunter. 9 Minuten haben wir noch bis zum Boxenstopp. Aufhängung noch heile. Sollte auch besser so bleiben. Der Reifenzustand ist auch noch in Ordnung. Seite an Seite mit einem C30 durch die Kurve und außen herum besser rausbeschleunigt. Fiese Bodenwelle. Ich wollte eigentlich innen reinstechen, aber die Bodenwelle hat mich dann doch nach außen getrieben. War aber jetzt auch kein Fehler. Überholen wir halt außen rum. Da ich gerade nicht weiß, ob der... Doch. Nein, nicht mehr. Also... Was ich sagen wollte, da ich gerade nicht weiß, ob der C30 noch neben mir ist, fahre ich ein bisschen weiter innen. Was natürlich wieder Schwung kostet, aber er war dann doch schon hinter mir. Da war leider nichts mit Schwung holen, dafür waren die Jungs alle zu langsam und zu eng beisammen. Eigentlich interessant, dass die Hinterreifen mehr abbauen als die Vorderreifen, denn die werden beim Bremsen ja enorm beansprucht und wie ihr hört, stehen die auch öfter mal. Und beim Rausbeschleunigen dann mit den leicht durchdrehenden Rädern, besonders in Kurvenfahrten, eigentlich auch immer so ein Punkt, wo die Vorderreifen mehr belastet werden müssten. Weil das Heck ist bei dem Fronttriebler immer so leicht, dass es halt über die komplette Strecke wandert und deswegen denke ich mal, der Reifenverschleiß hinten einfach höher. Das ist zwar nervig, weil man das Heck doch ein bisschen zum Stabilisieren braucht, aber ist halt so. 7 Minuten bis zum Boxenstopp. Und mittlerweile machen wir uns wieder ganz gut. Die KI kann hier deutlich später bremsen. Das war jetzt kein Beinbruch. Ja, fahrt euch gegenseitig in die Karre. Nur wenn ihr so nebeneinander fahrt, dann komme ich doch an keinem von euch beiden vorbei, Jungs. Mann, da müssen wir nochmal drüber reden. Immer noch neben mir. Now we're talking. Und jetzt fliegen lassen, Bestzeiten abstauben und
ein wenig Abstand zum Rest des Feldes gewinnen. Das Ganze hoch konzentriert, um keine Fehler zu machen. War momentan viel zu verhalten durch diese Schikane. Das habe ich früher auch schon mal ein bisschen schneller gemacht. War lieber 3-4 Zehntel pro Runde liegen lassen, als durch zu viel Risiko Sekunden liegen lassen, also 3-4. Das, denke ich mal, müsste momentan das Motto sein. Und wenn das so weiterläuft, dann werde ich die Reifen noch ein bisschen runterfahren, um so später zu pitten und dann weniger Probleme im Verkehr zu haben. Ja, das ging gerade ordentlich auf die Reifen, hat auch ein bisschen Zeit gekostet, sah aber bestimmt spektakulär aus. Ich nehme die Schikane doch wieder etwas sachter. Das war nämlich gerade die schnelle Linie und ihr habt ja gesehen, wie das Auto dann ausgehebelt hat, versetzt hat. Falls es jemanden interessiert, ich fahre eine relativ kurze Getriebeübersetzung, da die andere einfach zu lang war. Ich kam überhaupt nicht in den sechsten Gang und da dachte ich, nehme ich halt eine etwas kürzere, habe ich bessere Beschleunigung. Und ich denke, das Getriebe sollte, so wie es momentan abgestimmt ist, relativ gut auf die Strecke zugeschnitten sein. Das, was ja in der Formel 1 nicht mehr geht dieses Jahr. Da gibt es ja noch eine Getriebeübersetzung, die man am Anfang des Jahres wählt. Für alle Strecken. Ich glaube, einmal darf man wechseln und dann war es das auch. Ideal wäre natürlich, wenn wir jetzt so viel Vorsprung rausfahren, dass wir nach dem Boxenstopp immer noch vorne liegen, aber das ist, denke ich mal, ein Ding der Unmöglichkeit, da die Boxenstopps hier einfach zu lange dauern.
Das hat wieder Zeit gekostet. Ich habe immerhin schon fast 10 Sekunden Vorsprung. Ich würde schon ganz gerne die freie Fahrt noch nutzen, wo es geht, aber wir haben hinten links nur noch 68%, also der Reifen baut auch bei sanfter Fahrweise extrem schnell ab hinten links. Deswegen werden wir bald reinkommen müssen. Die Rundenzeit momentan relativ konstant. Immer so plus 3 bis plus 5 Zehntel gegenüber meiner Bestzeit. Okay, es waren jetzt mal 6,7 Zehntel. Ich denke, bei 60% hinten links geht es dann in die Box, denn sonst passiert nämlich genau das hier. Kleines bisschen zu weit rausgekommen, wegen zu wenig Grip. Deshalb prompt 1,7 Sekunden gekostet. Na, stimmt nicht. Ich denke mal, eine Sekunde war es. 1,1, ja. Irgendwie sowas, 1,0 bis 1,1 Sekunden, die wir hier gerade verloren haben. Das musste ich sein. Allerdings können wir eben momentan noch den Abstand rausfahren, um später weniger Probleme zu haben, wenn wir uns dann durchs Feld pflügen müssen. Meine Güte, das Deutsch ist manchmal auch schwierig zu beherrschen. Sehr viele Bodenwellen in dieser Piste. Hier gerade auf dieser Rechtskurve auch eine derbe Bodenwelle, die einen nach außen trägt. Okay, die Rundenzeiten werden jetzt merklich langsamer. Ach, wieder zu sehr Curb mitgenommen. Das ist jetzt die Zeit, um mal in die Box zu gehen. 4 Sekunden verloren, gerade durch diesen Ausritt. Noch mehr. Das hat richtig Zeit gekostet. Das war aber ein simpler Fahrfehler, das hat jetzt mit dem Reifen nichts zu tun. Die Kurve zu früh angefahren. Und somit ganz einfach diesen Curb mitgenommen. Und wenn man bei diesem Curb auf dieser nach innen hängenden Kurve, ja, wenn man den zu sehr mitnimmt, dann geht das Heck einfach weg. Da kann man nichts gegen tun. Und ist halt bitter. Jetzt müssen wir uns wieder vorarbeiten, aber das müssen wir nach dem Stop so oder so. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch vor dieser zweiten Gruppe raus. Ich meine diesmal keine Aufhängung, die wir reparieren müssen. Das wird knapp. Speeding in the Pit Lane habe ich jetzt auch keine große Lust drauf. Verdammt knapp. Wieso macht er eigentlich erst an der Ampelanlage das Licht, den Begrenzer aus, wenn noch eigentlich schon vorher bei diesem Schild Ende 60 ist? Ich will es lieber nicht ausprobieren, vorher den Limiter rauszunehmen, sonst kriege ich wirklich noch eine Durchfahrtsstrafe wegen Speeding in the Pit Lane. Ich weiß nicht, ob das überhaupt implementiert ist in diesem Spiel, aber ausprobieren möchte ich es wahrlich nicht.
Servus. Danke, dass du mir die Innenbahn freimachst. Sehr nett von dir. Du kannst jetzt ein bisschen weniger beschleunigen, dann würde ich auch besser vorbeikommen. Scirocco schiebt den Alpha. Irgendwie tue ich mir mit dem Scirocco gerade relativ schwer, habe ich so das Gefühl. Oder so. Jetzt sind wir wieder auf der 9. Wir müssen jetzt einfach nur den Platz, den wir hier haben, nutzen, um ein paar fliegende Runden rauszuhauen, bevor dann der Rest der Truppe in die Boxengasse geht. Ihr seht ja, wie viel Abstand wir nach vorne haben. Da können wir es mal ordentlich fliegen lassen und ordentlich Zeit gut machen. Wir können uns natürlich auch einfach wegdrehen und die Zeit wegwerfen. Ist genauso gut. Hat 3 Sekunden das Manöver gekostet. Ja. Aber wir werden aufholen, also da bin ich relativ zuversichtlich. Zumal die Jungs ja wie gesagt noch in die Box müssen. Der erste scheint schon drin zu sein. Und somit sind wir in den Punkten. Wir holen gerade mit Riesenschritten auf nach vorne. Das finde ich super. Wir haben ja auch schließlich frische Reifen und mittlerweile einen relativ leeren Tank. Einem Sieg sollte hier nicht mehr allzu viel im Wege stehen. Da war anscheinend noch ein weiterer in der Box. Zumindest sind wir mittlerweile bis auf die 6 vorgerutscht. Ja, die Rundenzeiten sind wirklich relativ dicht beisammen. Ihr seht ja hier 500stel Unterschied. Im ersten Sektor hatten wir 27.000stel verloren in der letzten Runde. Also momentan wirklich sehr konstant unterwegs.
Ob konstant gut oder konstant schlecht, das ist eine andere Frage. Meine Bestzeit im Training war eine 57 irgendwas. Aber hier im Renntrim mit sowieso mehr Sprit an Bord sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. Zudem man ja auch ein bisschen auf die Reifen achten möchte. Ich fahre also im Moment nicht ganz aggressiv, wie es wohl möglich wäre. Aber eine neue Bestzeit ist jetzt drin. 57,8. Wunderbar. Jungs, ich bin auf einer schnellen Runde, macht mal Platz. Ihr habt gesagt, macht Platz, ich bin auf einer schnellen Runde. Wenn du jetzt in die Boxengasse fahren willst mit einem scheiß Scirocco, dann hau ich dir mal einen in die Fresse, du. Entschuldigung, ich bin wieder ganz normal und ich werde jetzt die böse Sprache wieder ablegen. Ah, Mist. Es hat einfach zu viel Zeit gekostet, hier im letzten Streckenabschnitt das Ganze überholen. Geh doch mal weg. Das hatte ich doch gerade schon mal. Nein. Und meine liebe Aufhängung ist wieder hinüber. Aber momentan ist das alles weniger problematisch. Wir haben da hinten 17 Sekunden. 15. Nur schnellste Rundenzeiten wird es jetzt keine mehr geben. Schade. Das hätte gerade eine richtig gute Runde werden können, wäre die KI nicht im Wege gewesen. Der Sieg ist trotzdem noch in greifbarer Nähe. Da machen wir uns mal keine Gedanken. Die Jungs müssen ja schließlich nochmal rein. Aber ich finde es schade, dass jetzt eben die gute Rundenzeit oder keine gute Rundenzeit mehr kommen wird. Aufgrund der defekten Aufhängung. Das sollte ich mir aber für später merken. Das ist eine Kurve, in der man innen nicht überholt, weil die KI das einfach nicht interessiert, ob da einer innen ist oder nicht. Die fahren einfach Ideallinie. Möglich wäre es rein theoretisch, aber auch nur, wenn der Gegner mitspielt. Habe ich dich schon wieder umgedreht? Ich hatte doch mit dir schon mal den Spaß, dass ich dich umgedreht hat. Papa Magnussen. My greatest apologies for that, man. Ah. Die KI zu überrunden ist schlimmer, als sie zu überholen, irgendwie. Das macht zumindest nicht allzu viel Unterschied. Den blauen Flaggensignale kennt man hier anscheinend nicht. Ja, ich hätte da gerade zurückstecken müssen, ein bisschen
früher anbremsen und ihm Raum lassen. Es geht ja schließlich um nichts mehr. Aber manchmal ist die KI halt relativ dran, tütig, und da will man halt vorbei, ne? Und dann schubst man halt mal dezent auf die Ecke. Naja, ist ja nicht viel passiert. Er hat, glaube ich, eine Position verloren. Besteht ihm recht. Dir zeigen sie auch keine blauen Flaggen. Da bremst doch noch mehr ab. Jetzt aber nicht mehr hier. Jetzt kannst du nicht mal gerne haben. War das gerade der Führende? Nee, der ist in der Box. Okay. War also wirklich nur einer, der zu überrunden war. Hätte ich eigentlich wissen müssen, schließlich habe ich den ja gerade schon mal überrundet. Naja. Wieso nehme ich diesen Körper eigentlich immer noch so mit? Ich weiß doch, dass der böse ist. Oh Mann. Lernkurve bei Swordy eher gering. 20 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, das sieht gut aus. 3 Minuten noch auf der Uhr. Das Rennen gewinnen wir deutlich überlegener als das erste. Das erste war ja vorletzte Kurve nochmal den Sieg geholt. In diesem Rennen sieht es deutlich besser aus. Auch wenn die Anfangsphase zugegebenermaßen sehr schwierig war, öfter mal nach hinten zurückgefallen, außerhalb die Punkte, außerhalb die. Ich war dann irgendwann mal außerhalb der Punkteränge beim Zurückfallen. So, eine Güte, Grammatik ist auch irgendwie nicht so ganz einfach. Außerhalb der Punkteränge. Nee, zurückgefallen, außerhalb die Punkteränge. Wie ist denn das grammatikalisch? Außerhalb der Punkteränge zurückgefallen, außerhalb die Punkteränge. Außerhalb den Punkteringen. Ach du Scheiße. Das ist etwas, da hätte ich im Deutschen ein bisschen im deutschen Recht besser aufpassen müssen. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod, sage ich nur. Außerhalb den Punkteringen. Also ich bin außerhalb den Punkteringen gelegen. Dann müsste ich auch außerhalb den Punkteringen zurückgefallen sein, oder? Oh Mann. Ja, wenn ein Deutschlehrer unter meinen Zuschauern ist, dann bitte das Ganze mal in den Kommentaren entsprechend beantworten, wie diese Konstruktion grammatikalisch richtig wäre. Immer noch Rad an Rad. Meine Güte, geh doch mal weg. Geh doch mal nach Hause, bei die Oma, meine ich. Oder bei die Box, oder nach der Box. Nach der Box? Oh Gott. Ruhrpott-Grammatik ist wieder was ganz Eigenes. Geh mal bei die Oma, geh mal bei die Box, nach die Box, zu die Box. Oh. Nee, bin ich jetzt auch gerade überfragt. Also, Ruhrpott ist leider auch nicht meine Sprache. Da müsste man mal einen Ansässigen fragen, was der dazu sagen würde. Also ich als deutscher, hochdeutscher sprechender, ja, Dankeschön, als hochdeutsch sprechender Mensch würde sagen, fahr bitte in die Box. Geh mal bei die Box. Geh mal nach die Box. Ach, Mann. Das sind die Themen, die einen hier beschäftigen, wenn man 20 Sekunden in Führung liegt oder jetzt nur noch 18 durch diesen kleinen Rammstoß von einem Kollegen. Ich denke, es war trotzdem in dem Rennen eine relativ solide Leistung, relativ konstante Rundenzeiten gefahren, als der Weg frei war. Letzte Runde jetzt. Insgesamt bin ich mit der Leistung hier im zweiten Lauf doch
relativ zufrieden. Die Führung souverän behauptet nahezu die ganze Zeit. Am Anfang ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Aber ansonsten lief es hier eigentlich soweit ganz gut. Ich fahre hier mal eben in den Notausgang, Jungs. Alles halb so doppelt. 11 Sekunden haben wir noch Vorsprung. Habe ich es kaputt gekriegt? Habe ich es kaputt gekriegt? Keine Ahnung. Fährt noch. Schade. Sieg. Nur noch 10 Sekunden Vorsprung, aber in der letzten Runde war eh nicht mehr allzu viel zu verlieren. Also, denke ich, ist das schon so in Ordnung. Lediglich bis Platz 18 überrundet. Wir hatten noch ein paar mehr, aber sind ja dann zweimal ordentlich ausgeritten. Beste Rundenzeit, eine 57,8 gegen eine 59, 7, da doch 57,8 gegen eine 59,9. Ja, souverän. Also einfach souverän. Schauen wir mal auf das WM-Klassement. Ja, Gesamterster geworden, weiß ich, bei zwei gewonnenen Rennen. Ist das nicht verwunderlich, liebe Leute? 20 gegenüber, oh, das sieht gut aus hier. Ted Burke und Schlünzen sind ja so die Hauptkonkurrenten, was das Thema Meisterschaft angeht. Und ihr seht, wir sind wieder auf die 3 vorgehüpft. Björk ist vorne, 89 Punkte. Wir haben also 10 Punkte gut gemacht. Wenn wir genauso performen im nächsten Lauf oder in den nächsten beiden Läufen in der nächsten Station in Mantorp Park, dann würden wir mit genau einem Punkt die Meisterschaftsführung übernehmen und das zu dem einzigen Zeitpunkt, wo es zählt, und zwar am Ende der Saison. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann bitte ein Däumchen nach oben. Und hier der Blick auf die Strecke, die uns nächstes Mal blüht. Mantorp Park. Ein, ich glaube, ehemaliger Flughafen, so wie es ausschaut. Und spannend wird's, denn es geht dann wirklich um die Entscheidung in der Meisterschaft. Ich freue mich schon drauf, denn ich möchte Meister werden. Wenn ihr dabei sein wollt, würde mich das auch freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Swaddy.